als Nummer 2 in die Saison gestarteten Hütten nicht so, wie man das erwartete, sondern geht sie eben doch mit Roman Bürki. Marco Wölfli, der IB-Standard-Goalie, der ist allerdings auch heute nicht dabei. Ivan Mogo hütet wieder das Tor der Berner, ein großes Talent, aber das wollen wir doch nicht vergessen, auch heute immer noch nicht 20 Jahre alt, also ein ganz junger Goalie. Roman Bürki allerdings auch jung, er ist 23-jährig. Apropos jung, da musste IB fürs defensive Mittelfeld auch auf einen ganz jungen Spieler zurückgreifen, nämlich auf Leonardo Bertone, einen U21-Nationalspieler wie Mvogo. Bertone, der mit Geich zusammen im defensiven Mittelfeld spielen wird, denn Costanzo ist gesperrt und Dubai ist schon lange verletzt. Also immer wieder muss Trainer Forte auch bei der U21 Spieler holen. Bei den Grasshoppers fehlt natürlich Ben Khalifa, die Sturmspitze, die immer wieder das Vertrauen von Trainer Skibbe erhalten hat. Ben Khalifa ja immer wieder dem Ex-Thuner Gamukol vorgezogen, aber es Gashi gegen Spich. Diele setzt sich zum letzten Zweikampf durch. Er wird lang getroffen. Und es gibt die Ausnützen. Oh, schöner Pass, leicht unterlaufen dieser Ball von Pavlovic. Scott Sutter hätte hier den Ball fast mit dem Innenrist ins Tor schieben können. Erste gute Chance für IB, ja. Hier ist Scott Sutters Schiebeschuss. Der da. Wenn es Steffen ist. Oder wer ist es? Steffen schon verwandt in der 10. Minute, jawohl. Spicher versucht das Unheil abzuwenden. Das ist klar. Ja, sofort klar. So, die Grasshoppers kommen wieder einmal vors gegnerische Gehäuse. Schussmöglichkeit für Gashi, guter Drehball. Also die Krümmung war gut, aber die Anfangsrichtung nicht gut genug für einen Treffer. Die Absicht war gut gewesen, wo man versucht, der weiter zu weiter an Lattenkreuz dort. Oh, Bürki direkt in die Füße von Martinez. Die größte Torchance des Spiels. Und fast wäre der halb verletzt angetretene Bürki jetzt doch der Schuldige gewesen am Gegentreffer. Ui, direkt Martinez in die Füße gespielt. Und dessen Schuss ist wirklich nicht schlecht. Und da ist der Nächste. Tor durch Caio. Aber ein bisschen gar frei zum Köpfchen kommen. Ob da mit der Zuteilung etwas nicht geklappt hat, aber hat noch auf ganz sicher eingenickt auf Anfang. Die Eckballstärke der Grasshoppers hat sich einmal mehr hier manifestiert durch den 9. Treffer von Caio in dieser Saison. Damit rückt er auch nach vorne. Behalten, obwohl er ihm in den Rücken gespielt wurde. Und dann ist Dabur da und es steht 2-0. Der Knipser, Dabur, ein Tor pro Spiel. Man sieht ihn nicht oft während einer Begegnung, aber man sieht ihn regelmäßig als Torschütz. Ja, entscheidend war, wie Salatić dort sich durchsetzen kann, einen sauberen Pass über aussen und
Wir haben es angesprochen, es ist nicht gelungen, das Spiel breit zu machen, beide Seiten besetzt und ein sehr schöner Angriff von GC. Ja, die Offside-Frage stellt sich hier natürlich. Brechend frustriert sind sie. Und diesmal begreife ich sie sogar. Interessante Reaktion war jetzt da vom Skippe, wo Davour trotzdem, dass er gerade das Goal geschossen hat, sofort deutete, Gang noch zurück in die Abwehr bei Standardsituation. Die nächste gelbe Karte und es ist wieder eine gelb-rote. Gegen Michael Frey war das. Hey, ein Handball. 2-0 ist ein Meter offside. 2-0 ist ein Meter offside. Ist ein Meter offside. Ist ein Meter offside. Zweiter Platzverweis. Natürlich deutlich, dass IB weniger Spieler hat, viel weniger. Und die, die auf dem Platz sind, die sind natürlich müde. Und hier kommt das 3-0. Torschütze wieder Kayo. Der ist also unterdessen auch schon bei wie vielen Treffern jetzt angelangt? 2 mehr heute, das ist jetzt auch sein 10. Treffer. Aber das Spiel war natürlich längstens entschieden. Doch ein bisschen unglücklich. Zugeben, das 2-0 der Grasshoppers, das war hart. Denn das war ein Offside-Treffer, aber jetzt mit dem 4-0 von Gamukol ist ja wohl jede weitere Diskussion überflüssig. Es kommt zum höchsten Sieg der Grasshoppers in dieser Saison. 4-0. Joker Gamukol hat auch noch getroffen. Da ist doch jetzt die 5. Heimniederlage schon. Bürki läuft bis zur gegnerischen Strafraumgrenze, um mitzufeiern. Dann steht ein Berner Aal, auch nicht böse, sondern blöd im Weg. Richtung und von Bergen kriegen sich in die Wolle. Aber herrlich, wie sich Gamukoli gegen zwei resignierende Berner Aal. Und dann ist die Partie zu Ende. IB 0, GC 4. Ja, das Resultat spricht Bände. Und noch immer kann sich Freddy Bickel nicht erholen. Das macht einfach keinen guten Eindruck. Ein Vereinsfunktionär, ein Hoher, der muss sich über eine gewisse Souveränität doch auszeichnen. Jetzt eilt er auf den Platz. Der Pforte ist auch schon beim Schiedsrichter. Es ist kein Souverän. IB verliert mit 0-4 und GC ist natürlich am 4. Und denkt da dabei euer Bitz an den Mann, der heute nicht dabei sein kann, Nassim Ben Khalifa, der sich ja vor einer Woche das Kreuzband gerissen hat.